So, da wäre wieder. Enter. Play. Und wieder eine Bücherei. Und dieses Mal würde ich ganz gerne gucken, wo wir unsere Artefakte ausgeben können. Aber wir haben da ja ein paar. Also in dem Buch, was in der Luft schwebt, waren wir vorhin drin. Ich denke mal, die hier werden das nach und nach freigeschaltet und sind weitere Kapitel. Also andere Dungeons oder tiefer unten im Dungeons, wenn man es alle Spelunky sehen will. So, die Flaschen spawnen schon mal neu. Also wir können hier randalieren, wie viel wir wollen und es passiert nichts. Theoretisch auch essen, aber wir haben ja volle Lebenspunkte, wenn wir hier auftauchen. Das heißt, das ist nicht wirklich wichtig. Was mir jetzt wichtig wäre, wären Händler. Und ich denke nicht, dass die Bücher Händler sind. Da wird nur Hintergrundinformationen drin sein. Was wir später uns auch mal angucken können, aber Prioritätenliste halt nicht ganz so weit oben. Was zur Hölle soll das hier? Soll das ein Selbstmordturm sein? Oder ist da oben irgendwas? Ich sehe nichts. Ich könnte mal Fallschaden testen. Also von hier bis nach da unten. Jo, macht Fallschaden sogar ziemlich viel. Also eine Etage, sagen wir mal 5, 6 Blöcke, wird einen Schadenspunkt verursachen. Ja. Ja. Und da oben war nichts. Sehr komisch, aber da war nichts. Die Geschichte der Bücherei, Band 4. Sollte ich bei Band 1 anfangen? Also das Tutorial hat mir gesagt, man kann die Artefakte benutzen, um Ausrüstung zu kaufen. Ist nur die Frage, was damit gemeint war. Ob man sich hier jetzt Ausrüstung kaufen kann und die dann mitnehmen kann? Oder ob wir hier jetzt theoretisch Geld abheben können für einen neuen Dungeon und in dem Dungeon dann was kaufen? Das scheint mir irgendwie wahrscheinlicher. Ganz schön verwinkelt und überall Bücher. Hätte ich nicht gedacht, dass sie wirklich auf jeder Etage überall offene Bücher hinstellen würden. Also ich glaube, man kann hier sich gut und gerne eine halbe Stunde, Stunde damit beschäftigen, einfach nur alle Bücher zu lesen. Band 2 von 4. Na gut, gucken wir hier mal kurz rein. Tausende von Jahren sind vergangen seit Band 1. Und die Uralten schlummern in ihrem Gefängnis. Im späten 19. Jahrhundert haben Archäologen in Arabien die Stelle entdeckt, wo das Bindungsritual gesprochen wurde. Also die Uralten wurden wohl durch ein mystisches Ritual in ein Gefängnis gebunden. Die Disturbance hat sich durch das Gewebe des Kosmos gewirbelt und die uralten Wesen erwacht. Was? Also die Uralten wurden gebannt und die Alten wurden gebannt und die Uralten wurden dadurch erweckt. Vergessene Grauen sprühten durch den Ort der Bindung und die Erde war erneut in Gefahr. Also Timeline, ich kenne mich mit Lovecraft nicht so super gut aus. Timeline, die ich jetzt so draus ziehe, ist, dass es einmal eine Gefahr gab von den Alten. Die Alten wurden gebannt durch ein Ritual, was wahrscheinlich in einem Buch vorkam oder einem Spiel. Es gibt auch ein ganz cooles Spiel von einem Let's Player, den ich auch bei Über Mir verlinkt habe. Da ist auch recht viel Hintergrundgeschichte zu Lovecraft. Also ja, die Alten wurden gebannt. Und dadurch wurden die Uralten erwacht und die bedrohen jetzt die Welt erneut. Und mit denen haben wir es wahrscheinlich zu kämpfen. Und hier waren wir schon. Irgendwie glaube ich nicht, dass jetzt oben in der hintersten Ecke noch irgendwo ein Händler ist. Das wäre komisch. Und ich sehe überall nur Pfeile nach unten. Keine Pfeile nach oben mehr, also auf der Minimap. Alle hopp. Ja, hier ist neu. Schon wieder Band 4. Okay, das kann natürlich auch sein. Vielleicht sind alles dieselben Bücher.
Hey, so viel dazu. Nö, überall noch runter. Okay, das heißt, wir springen jetzt wieder in das eine Portal. Heben kein Geld ab, weil ich keinen Sinn darin sehe. Die ersten Level können wir ja ganz gut farmen. Und dann gucken wir weiter. Hopp, hopp. Die Sohle von Dagon kann das öffnen. Okay, ja, wir brauchen wirklich was anderes vorher. Was? Oh, doch, wir könnten hier hinten gucken, ob hier vielleicht ein Händler ist. Ein sphärisches Objekt könnte hier platziert werden. Hier auch. Und hier auch. Und das ist wahrscheinlich der Ausgang. Das heißt, wir gehen in die drei Bücher, finden drei sphärische Objekte, bringen die hier hin und können dann raus. Ja, nichts mit Händler. Da waren die Tutorialbücher. Nö. Okay, wir springen mal. Ja, Kompass. Das Buch kennen wir. Oder kennt unser altes Ich. Und jetzt töten wir. Und looten alles, weil die Gegner hier eh schwach sind. Das ist ein Fischmensch. So, mit. Oh, da hinten drauf was auch noch. Hier drauf. Ah, so nur drei Münzen, aber okay. Wir hatten im letzten Leben ja auch nur so viele Münzen, weil wir tierisch Glück hatten mit dem Zauber und der Schatzkammer. Wie viel Schaden macht so eine Flasche? Dürfte eigentlich nicht viel sein. Oh, und ein Messer. Nee, ein Revolver. Aha. Da bewahren wir uns aber. Was ist das? Beim Revolver bewahren wir uns aber jede einzelne Kugel auf, denn in der dritten Etage können ja diese Blobs anscheinend spawnen. Oh, das war ein Boss. Oh. Und da brauchten wir sehr, sehr viele Kugeln. Mit. Sehr schön. Revolver und Messer jetzt schon. Ich höre ganz schön viele Gegner. Und da würde ich eigentlich ganz gerne runter, um zu gucken, was das blaue Ding da ist. Von einer Fontäne zu trinken, wird Lebenspunkte auffüllen und das Maximum erhöhen. 4 von 4. Sehr schön. Heißt, wir halten jetzt zwei Schläge aus von diesen Tentakeldingern. Nee, halten wir nicht. Nee. Und das Fleisch hätte ich nicht essen sollen. Das kann liegen bleiben. Genau. Sprichst mir aus der Seele. Wir merken uns, wir haben hier unten, wo immer hier unten ist, ein Dynamit. Weil ich will gucken, ob hier irgendwo eine Verbindung zu schaffen ist. Und bam. Ja, da ist eine Verbindung. Oh, da ist eine Schatzkammer. Sehr cool. Oh Mann. Ja, also diese Terrain-Zerstör-Option ist in jedem Spiel immer absolut genial. Es fühlt sich gleich alles wesentlich freier an. So, ich hätte gerne dich. Dich. Komme ich hier hoch? Ja, Jackpot. Öffnen. Zing, zing, zing. Öffnen. Zing, zing, zing. Keine Schlüssel mehr. Und da könnten wir es eh nur einlagern. So, gucken wir weiter. Uah. Hier. Messer brauchen wir nicht. Ein Zauber könnten wir gebrauchen. Oh, abgeschlossen. Ein Zauber könnten wir brauchen. Oh, und ich sollte mir merken, alle Pistolen aufzuheben. Denn man konnte gerade sehen, dass Pistolen, die wir aufheben, immer gleich drei Schuss anscheinend drin haben. Okay, das ist eine falsche Aussage. Wir haben gesehen, dass Pistolen, die wir aufheben, drei Patronen drin haben können. Was ist das da?
Irgendwas ist mit dem nicht ganz in Ordnung. Genau. Und er hat einen Schlüssel dabei gehabt. Ein sehr komischer Kauz. Bleib da, bleib da. Komm mit, komm mit. Ja, ich mag das echt. Also diese freie Bewegung, auch da gerade, dass wir da anders wieder rauskommen und vielleicht anders hätten reinkommen können, und das ist einfach nur cool. Also normalerweise so ein Random Terrain Generator, gerade bei solchen Spielen, entwickelt sehr komische Strukturen, was normalerweise ein Problem ist. Aber da wir jetzt hier in einem Horrorbuch gefangen sind, sehe ich da null Problem mit. So, ich würde gerne darüber. Komme ich aber nicht. Wir haben einen Schlüssel. Wollen wir benutzen? Ja, komm, warum nicht? Oh. Ja, doch, hat sich gelohnt. Artefakte, Artefakte und drei Kugeln. Drei Kugeln. Ja, okay, ich kann meine Aussage revidieren. Man kriegt jedes Mal drei Kugeln, wenn man einen Revolver aufsammelt. Haben jetzt schon 20 Schuss. Was aber, glaube ich, trotzdem nicht für das Tentakel-Ding reicht. Da habe ich sehr viel reingeballert. Hamnamnam. Nicht interessant. Ich hätte es echt gerne, dass die Türen zubleiben. Offen bleiben, meine ich. Oh, die sind hier offen geblieben. Warum gehen manche wieder zu, manche nicht? Das ist sehr komisch. Hier waren wir schon. Ich glaube, wir waren langsam fast überall. Ah. Oh, hier ist die Bank. Also der eigentliche Eingang der Bank. Wollen wir überhaupt was einlagern? Lagern wir ein bisschen was ein. Dass wir jedes Leben ein bisschen einzahlen, nur für den Fall, dass wir später irgendwas irgendwo finden, wo wir ganz viel für brauchen. So, auf der Etage waren wir noch nirgends. Gucken wir mal. Wobei Etagen einfach nur diese 6 Blockhöhenabschnitte sind. Ja, 6 oder 7. Nix. Sieht verdächtig aus wie unten. Ja, die Tür ist sogar auch abgeschlossen, genau wie unten. Komisch. Oh, Gegner. Zing, zing. Ein Artefakt. Ich vermisse meinen Zauber vom letzten Mal. Der war doch irre praktisch. Aber wir haben jetzt immer wieder Türen, die wir nicht öffnen können, und wir haben keine Schlüssel mehr. Es gibt bei weitem nicht genug Schlüssel, um alle Türen zu öffnen. Außer man hat wahrscheinlich richtig Glück mit dem Random Generator. So, ich würde gerne weiter hier gucken. Oh, Munition. Da geht's nicht weiter. Es geht gar nicht weiter nach Westen. Okay, gehen wir erstmal nach Norden und machen dann eine Schleife. Ich lasse mir hier schön Zeit am ersten Level, denn ich will gut Ressourcen farmen. Und auch nichts von den besonderen Sachen übersehen. Wie zum Beispiel diese Fontäne. Oh. Ja, ist... Heißt nicht Fontäne, das heißt Fountain. Das wäre ein Springbrunnen. Weil permanent mehr Lebenspunkte klingt sehr, sehr gut. Kommen wir wieder raus? Ja, kommen wir. So, gib mir den Spruch vom letzten Mal. Jo, sehr schön. Er hat mir den Spruch vom letzten Mal gegeben. Also wir können jetzt alle Türen öffnen. Und das wird sich auch fast immer rentieren, denke ich. Denn 4 Artefakte für ein... Oh, Schlüssel. 4 Artefakte für eine Tür. Und dahinter sind meistens Artefakte. Ist schon mal recht praktisch. Außerdem töten wir sonst einfach 2-3 Gegner und haben das auch wieder drin. Das passt schon. Die respawnen ja. Also, fröhliches Schlösserknacken. Klick.